Hallo und willkommen zurück zu Tales of Hesperia. So, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir hier weitergehen müssen. Daher gehe ich nun erstmal den rechten Weg hier runter. Und schau mich mal um, was wir da so finden werden. Wir haben ja nun Nan dabei, welche von den Hunting Blades zurückgelassen wurde, nachdem sie ihre Zweifel an dieser Monsterjagd bekundete. Weil sie der Meinung ist, dass es zurzeit wichtigere Dinge gibt. Wo sie ja eigentlich auch recht hat. Die Welt geht gerade unter und die Hunting Blades... Naja, okay. Sehr gut. Der Kampf wird auch schnell vorbei sein. Neuer Skill für Yuri. Zwei neue Skills für Yuri und ein neuer Skill für Carol. Sehr schön. Und eine weitere Kiste. Highlander. Das ist auf jeden Fall eine neue Waffe für Carol. Oder trägt er die schon? Nö. Na, wo haben wir... Ist doch nicht für Carol? Highlander. Ach, das ist eine neue Waffe für Yuri. Oh, und die ist sogar besser. Ho, und genau rechtzeitig, da ich gerade die alten Skills gelernt habe. Mensch, auf den Kampf genau die neue Waffe bekommen. Großartig. Gut. Ja, wo muss ich jetzt lang? Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Na gut. Da auch nicht. Ja, dann werde ich wohl hier lang müssen. So, wo geht's denn hier lang? Rechts oder links? Erstmal müssen wir den Turtle hier ausschalten. Uah. So. Dann gucken wir doch mal. Oh, endlich wieder ein Schwert. So schön schnell im Angriff, ey, das ist unglaublich. Und so viel Schaden. Ich liebe die Schwerter einfach in diesem Spiel. So viel besser als Äxte oder sonst was. Schwerter machen sind viel schneller, machen irgendwie mehr Schaden. Dieser Angriffsspeed ist jedes Mal der Hammer. Das merkt man immer dann, wenn man von einer Axt auf ein Schwert wechselt. Wie krass eigentlich die Schwerter hier sind. So, tschüss. So, auch wieder hier. Rechts oder links? Na gut, schauen wir erstmal hier vorbei. Oh, hier gibt es eine weitere Truhe. Wo es Truhen gibt, da kann ich nicht falsch sein. Mein Gott, die springt aber auch in den Gegner rein. Bam. Sehr schön. Warum verbraucht Estelle... Ah ne, tut sie doch nicht. Ich wollte sagen, warum verbraucht sie so viel TP? Aber scheint doch noch in Ordnung zu sein. Up, Level Up für Judith, wenn ich das gerade noch richtig gesehen habe. Lemon Gel und Pineapple Gel. Ich gucke erstmal, was die zwei nochmal bewirken, dann kann ich sie vielleicht einsetzen. Apple Gel, HP, brauche ich eigentlich nicht. Und was war das andere? Lemon Gel? Pineapple, okay. Lemon and Pineapple. Also Lemon and Pineapple. TP, oh doch, das könnte ich einsetzen. Ja, sehr schön. Wo komme ich hier hin? Das ist ja höchst interessant, was es hier so zu finden gibt. Bisher nämlich noch nichts. Oh, wir haben ja einen Magier dabei. Gut, dass ich das jetzt schon sehe. Upsala. Da ist gerade jemand baden gegangen, das war der Magier.
Und tschüss. The Beauty Corps is invincible. Beauty Corps, I like that. What, are you calling yourself beautiful? The Beauty Corps, oh mein Gott. Na gut, aber die Frauen sehen ja nicht so schlecht aus. Von daher können die sich wohl, glaube ich, so nennen. Mensch, wo komme ich denn hier ganz hin? Das ist ja schlimm. Ewig langer Weg. Wo führt denn der hin? Dabei gab es doch noch zwei andere Wege, die ich erkunden wollte. Das war Nummer 1. Der hat sich recht schnell verabschiedet. Oh oh, das sieht so aus, als wolle dieses Tierchen hier die arme Rita angreifen. Oh, Level Up für Rita und Repeat. Sehr schön. Und hier scheint es auch gleich ein weiteres... Oder war da hinter eine Truhe? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Muss ich gleich nochmal genau drauf achten. Bam, da wird hier mal alles durcheinander gewürfelt. Es ist immer interessant, wie genau das Monster, welches man nicht anvisiert, zum Finishen markiert wird. Das ist echt der Hammer. Und ein neuer Skill für Judith. So, wo komme ich denn hier hin? Und der gleiche Gegner nochmal. Ein Weg voller Gegner, aber es ist hier irgendwie gar nichts. Ich finde hier nichts. Komm, steh auf. Sehr gut, da verabschiedet er sich. Und direkt die nächsten Magier. I have been trained by knights. I won't lose. Na komm, ich will die. Ich will die anvisieren. So, und jetzt wieder zur anderen. Mann, die halten aber auch was aus. Dafür, dass das Magier sind. Ganz schön zäh. So, du musst nur noch dieses fette Rhinozeros hier sterben. Aber auch der steht und Level Up für Raven. Wow, was ist das für ein Viech da hinten? We will not go easy on you. Komm, steh auf. Und, oh, Rita. Rita scheint hier ordentlich aufzuräumen. Sehr schön. So, was ist das denn für ein Megamonster hier? Wow, das Viech ist ganz schön groß. Holy shit. Na komm, geh da rüber. Ist das vielleicht so ein... Ja, eins von diesen Gigantomonstern? Wie zum Beispiel das letzte Mal der Poseidon? Das Viech sieht nämlich nicht so aus, als wäre es ein normales Monster. Ich
dann, ich weiß gerade nicht, ob ich mich unbedingt damit anlegen sollte. Dann würde ich ja, wenn ich sterbe, wieder alle Items verlieren und alle XP, die ich jetzt gesammelt habe. Das wäre doch sehr schade. Gibt's hier sonst noch irgendwas zu holen? Das sieht nicht so aus. Ich glaube nicht, dass ich das Viech kaputt bekommen würde. Da lasse ich mal lieber die Finger von, glaube ich. Schade. Schwer zu sagen, ob das so ein Monster ist oder ob es vielleicht sogar der Gegner ist, den ich hier finden muss. Erstmal erkunde ich, glaube ich, die anderen Gänge. Es sind hier noch zwei weitere übrig. Die nehme ich mir dann erstmal vor. Mann, ein ganz schön langer Gang, den ich jetzt hier durchgelaufen bin. Wei, oh wei. Ups. We will not go easy on you. Dann laufe ich in diesen dämlichen Borkenkäfer rein. Komm her hier. So, das war Nummer 1. Der letzte der Gruppe. Komm her hier. 1667 XP. Wahnsinn. So, ich würde sagen, ich speichere den ganzen Krempel jetzt erstmal. Wo war der Speicherpunkt? War der nicht hier? Ne, da hinten ist er. Okay. Da hinten ist ein weiterer Speicherpunkt, sehe ich gerade. Oh, und das hier ist wohl das Monster, welches ich finden sollte, weil ich glaube, ich sehe da gerade die Mitglieder der Hunting Blades. Und ich sollte erstmal die Magier ausschalten. Mein Gott. Das war Nummer 1. Na komm her hier. Nummer 2. Was? Der heilt Judith statt mich? Was war das denn für eine Logik? Und eine Truhe. Life Bottle. Die kann ich auch gebrauchen. Sehr schön. Oh, und hier wurde ich sogar komplett geheilt. Und da dieses hier das Monster ist, welches ich besiegen soll, und ich jetzt gerade gespeichert habe, oh, gehe ich jetzt erstmal diesen Weg hier kurz. Und ich glaube, dann gehe ich nochmal zurück zu diesem Gigantomonster und leg mich einfach mal mit dem an. Mal schauen, ob ich da voll auf Nüsse kriege oder ob ich das packe. Wenn es nichts wird, dann ist auch nicht so schlimm. Gespeichert ist der Zwischenstand ja. Und wenn ich es klein kriegen sollte, wäre es natürlich großartig. Ach, und die haben auch mal wieder Magier dabei. Upsala. Dann kümmere ich mich natürlich erstmal um den hier. Komm, steh auf. Schlafen kannst du im nächsten Leben und da schicken wir dich jetzt gerade hin. Bam! Gute Nacht. Mein Gott, die halten immer was aus. So, wo komme ich denn hier hin? Noch eine weitere Truhe, sehr schön. Zwei weitere Truhen. Der Hammer. Die nehme ich mit aus der Bahn. ...7000 Schaden macht der Skill von mir.
Na, schade. Level up für Estelle. Longinus und Orochi. Eine neue Waffe für Judith. Wo haben wir ihn denn? Longinus, da haben wir ihn. Oh, der, oha, der macht auch eine ganze Ecke mehr Schaden. Und zwei neue Skills. Und ich glaube, das andere, das war was für, ja, für Repeat, aber die Waffe trägt er schon. Aber die hier ist besser. Ha, dann kriegt er die doch. Zumal der gleiche Skill auch noch drauf war, den er am Lernen war. Das ist ja wunderbest. So, dann wird hier nochmal kurz gespeichert. Die neuen Waffen und so weiter. Und dann gehe ich rüber zu dem Gigantomonster. Oh, jetzt muss ich mir den Weg wahrscheinlich wieder freikämpfen. Oh, Grummel. Na gut. Oh, dieser dämliche Borkenkäfer, der ist immer hier. This looks like fun. Oh, ist ja gut hier. Oh, ist ja gut hier. Meine Fresse. Alter, haben wir es denn mal? Wieso attackieren die eigentlich beide mich? So. Da war es nur noch einer. Und da war es gar keiner mehr. Die geben aber auch höllisch viel XP hier. Respawn? Scheint noch nicht da gewesen zu sein. Sehr schön. Oder ist hier in dem Gang etwa, wenn tot, dann tot? Ja, hier ist nichts respawned. Gar nichts. Nicht ein Gegner. Normal kommen die ja nach sehr kurzer Zeit schon wieder. Doch, hier ist. Hier gab es wohl Respawn. Bei denen. Aber das juckt mich nicht, da ich geradewegs in das dicke Vieh reinlaufe. Oh, neuer Skill für Estelle. Oh, ein mega neuer Heal-Skill. Und das hier ist übrigens definitiv ein Gigantomonster, denn die Musik ist komplett anders. Mensch, den kann man kaum umwerfen. Oh shit, und Wasserattacken heilen den. Das war nicht gut. Das heißt nämlich, gerade hat Dings den geheilt. Na, wie heißt die? Rita. Und ich wäre extrem dankbar, wenn mich jetzt langsam mal... Ah, ich wollte gerade sagen, jemand von meinem Gift befreien würde. Na gut, dann mache ich das selber. Wo haben wir's denn? Poison Bottle. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Heal. Also, ich weiß jetzt, Wasser heilt den Guten und Erde kann ihn nichts an. Erdattacken können ihn nichts anhaben. Oh oh. Das heißt im Klartext, ich sollte besser Rita austauschen. Oder. Nee, nicht equipped. Moment, wo kann ich das denn jetzt machen? Nee, nicht da. Ich will. Skills. Ah, da, Arts, okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, was für Attacken haben wir denn hier? Spiral Flare, Vial Pain, das kann ich mal ausprobieren. Oh oh. Mann, 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 der im Overlimit ist aber auch nicht aufzuhalten. Wow! Dann setze ich meinen jetzt natürlich auch ein. Komm her hier. Komm her, mein Overlimit ist fast vorbei. Ich mach dich jetzt fertig. Na gut, so fast. Nein, wir heilen den mit jedem Mal, wo sie eine Wasserattacke einsetzt. Das ist zum Heulen. Au. Du darfst auf keinen Fall Wasserattacken einsetzen, Rita. Stone bringt nichts. Also bringt bei ihm eigentlich nur Schattenattacken was. Schattenangriffe. Ja?
Das ist ganz gut. Das ist sehr nützlich. Das kann sie nochmal einsetzen. Violet Pain. Wo haben wir ihn denn? Da. Oh oh. Boah, weg hier. Oh, weg. Huiuiui. Hier, komm, folg mir. Nein, was bleibt denn da stehen? Autsch. Jetzt hat er kein Overlimit mehr, aber ich kann meins bald wieder einsetzen. Nein, ich bin schon wieder vergiftet. Oh, das gibt's doch nicht. Ich setz meine Poison Bottle ein und bin sofort wieder vergiftet. Uiuiui. Oh, da bleib ich mal kurz drin stehen. Au. Mann, 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 Rita. Ja, genau. Mein Gott, habe ich das Gefühl nur oder ist der auf einmal dreimal so stark wie am Anfang noch? Meine Fresse. Ich komme überhaupt nicht mehr an den ran. Und schon wieder Overlimit. Das dritte. Wow. Yo, ich komme überhaupt nicht mehr an den ran. Jetzt vielleicht mal wieder. Schon wieder vergiftet. Das wievielte Mal jetzt schon? Achte? Neunte? Insgesamt, also nicht nur ich, sondern alle. Komm her, du. Ich mach dich weg. Hab die Schnauze voll. So, Zeit mal wieder die TP aufzufrischen. Yes! Bam in his face! Aufs Maul gekriegt hat er. 10.000 XP und 12.000 Gold. Ja! Level up für Yuri, neuer Skill für Estelle. Level up für Carol, neuer Skill für Raven. Bam! Kalt gemacht haben wir ihn, aber so richtig. So, und was verbirgt sich hier hinter? Eine weitere, zwei weitere Truhen, drei weitere Truhen und so ein komisches Viech, was wir eiskalt umboxen werden. Ja, mein Gott, haben wir den kalt gemacht. Das war doch erste Sahne. Und das auch noch, obwohl Rita ihm öfter mal Schützenhilfe gegeben hat, indem er ihn aus Versehen geheilt hatte. Und trotzdem keine Schnitte gegen uns gehabt. Das war doch Sahne. Tschüss. So, und jetzt können wir uns auf den Weg machen, den Rest der Hunting Blades platt zu machen. Oder zu gucken, warum sie Nan zurückgelassen haben. Denn das ist ja noch ein kleines Geheimnis. Ja, was das Geheimnis ist, ist es nicht, aber das ist uns ein Rätsel. Basil, Saffron, alles Items, welche meine Werte ein wenig verbessern, soweit ich weiß. Medical Herb, increase agility by 1. 5 oder... Oh, ich habe die höchste Agility von allen, sehe ich gerade. Nee, doch. Wow. Dann wird sie jetzt noch höher. Medical Herb, increase M-Death by 1. Das kann ich auch gewinnen. Red. Medical Herb, increase max TP by 30. Maximale TP um 30. Na, das kann ja wohl eher Estelle gebrauchen. Sehr schön. Na, rückt mir nicht auf die Pelle. Hör mal, diese Stalker hier. Ich wette, dieser komische Borkenkäfer ist hier gleich wieder.
der mich angreift, wie immer. Der hier jedes Mal ist, warum auch immer. Ah, diesmal komme ich an ihm vorbei, wie es scheint. So, dann können wir uns ja nun aufmachen, die Leute der Hunting Blades zu bestrafen. Diesmal kriegst du mich nicht, mein Freund. Diesmal kriegst du mich nicht. Da vorne stehen sie nämlich mit einem riesigen Monster vor sich, welches keine Chance gegen uns hat, da wir, ja, wie soll ich sagen, gerade schon das Gigantomonster zerlegt haben, da wir das Viech keine Schnitte haben. Aber bevor wir uns mit dem anlegen, mache ich einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis gleich.